Freunde, euer Coach hier ist Cecil. Ja, ich sitze hier in Dubai, Marina. Ich mache jetzt mal wieder ein Update. Seit 3 Wochen habe ich kein Update gemacht. Ihr habt mich schon alle gefragt auf Instagram. Folgt mir unbedingt auf Instagram, weil da seht ihr jeden Tag was von mir. Mit YouTube hatte ich ein bisschen, ja, wegen den ganzen Regulierungen, Löschungen und so weiter und so fort, hatte ich irgendwie keine Lust. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, einmal unbedingt, ganz, ganz wichtig, weil ich habe Neuigkeiten, in dem Newsletter eintragen, also in der Free Tour, einmal die E-Mail, dann werdet ihr heute oder morgen eine E-Mail von mir bekommen. Unbedingt checken, ist sehr, sehr wichtig. Was alles gerade passiert, ist einfach der Wahnsinn. Aber jetzt wollte ich einmal kurz über den Kryptomarkt sprechen, weil ihr ja wisst, ich habe sehr, sehr viele Krypto-Videos gemacht und ihr fragt euch jetzt alle, Cecil, was hast du gemacht? Hast du den Dip gekauft? Warum ist der Markt so abgekackt und so weiter und so fort? Darüber sprechen wir. Was denke ich, warum ist der Markt abgekackt? Da gibt es verschiedene Gründe. Also einmal sind die Zahlen rausgekommen in den USA. Ich spreche jetzt einfach so frei raus und ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen, aber es war erwartet, dass der Arbeitsmarkt sehr viel mehr steigen wird, also sehr viel mehr neue Arbeitsplätze geschaffen werden, als es dann in der Realität war. Und sowas kann natürlich einen extrem, ja, praktischen Dump verursachen, dass die Leute denken, oh nee, Arbeitssituation ist nicht mehr so gut und so haben wir ein bisschen Schiss jetzt und ja, das könnte ein Grund sein. Der zweite Grund ist immer noch China und die Situation da mit Evergrande. Also die haben halt 300 Milliarden Schulden und heutzutage das nicht mehr 1940, sondern die ganze Weltwirtschaft hängt irgendwie zusammen. Das heißt, wenn sie ihre Schulden nicht bezahlen können, dann können sie, ja, dann werden viele ihr Geld nicht bekommen. Ja, wo verkauft man dann schnell? Dann kann man schnell mal Krypto verkaufen oder so, gerade wenn man im Gewinn ist. Also sowas kann wirklich eine Kaskade nach sich ziehen und es ist nicht so, dass die jetzt komplett raus sind aus der Sache, sondern das ist ein Rattenschwanz, der sich schon länger aufgebaut hat in China. Und das ist auch nicht die einzige Firma, die da ist, sondern es sind mehrere Firmen, die dieses Problem haben. Und da sind ja ganze, ganze Städte gebaut worden, die einfach Geisterstädte heutzutage sind, also die, wo einfach echt keiner lebt und so, also wirklich krass. Und das kann natürlich auch ein Grund sein. Was kann noch ein Grund sein? Und zwar der nächste Grund kann auf jeden Fall das sein, worüber man gar nicht mehr sprechen darf. Also Omni irgendwas in Afrika. Und darüber habe ich auch einiges auf Instagram gezeigt. Deswegen folgt mir unbedingt auf Instagram. Aber auf jeden Fall ist das natürlich das, ja, wo viele jetzt denken, jetzt geht es wieder in down. Okay. Und das fördert natürlich auch den Schiss. So, also da hat man auch Angst und da denkt man, okay, unsicher die Situation, wie ist die Arbeitssituation, gehen jetzt noch mehr Firmen pleite und so weiter und so fort. Und das sind natürlich alles Faktoren, die dazu führen können. Und dann natürlich ist der allgemeine Kryptomarkt sehr geleveraged. Also die Leute denken, okay, es ist Bitcoin und alles geht immer nur berghoch, berghoch, berghoch. Das heißt, die ganzen Trader gehen mit, ja, zehnfachen Leverage bis 50-fach oder 100-fach gehen sie da in den Markt rein. Und ja, dann die großen, die ganz großen Wale, die sagen dann, Moment mal, ich spüle die jetzt mal alle einfach raus. Und dann fällt der Markt, dann verkaufen alle und dann fällt der Markt, das ist dann eine Kaskade, dann fällt der Markt noch stärker, als jeder Trader denkt. Also man hat ja so immer so da seine Punkte mit Support und Resistance und dann Resistance und dann denkt man so, okay, alles klar, der könnte jetzt bis, sagen wir mal, 52.000 runtergehen. So, und auf einmal fällt er bis irgendwie 42.000 runter. Und dann werden sie natürlich alle rausgespült und alle verlieren ihr Geld. So, und das ist passiert und da sind wirklich Milliarden einfach verloren worden. Und das ist gesund. Also das ist wirklich eine gesunde, ja, Geschichte. Und was habe ich gemacht? Ich habe natürlich nachgekauft, weil, also ich sehe das nicht kurzfristig wie als Trader, sondern ich sehe das langfristig und langfristig ist die Sache immer noch so. Es ist egal, auch wenn wir 80% runtergehen, obwohl ich natürlich schon viele Videos gemacht habe, wonach, nach welchen Indikatoren ich gehe. Ich gehe da nach dem P-Cycle, ich gehe da nach dem Pull-Multiple, ich gucke, was, wie die On-Chain-Daten sind, ich gucke, dass praktisch so wenig Bitcoin auf den Exchanges ist, wie praktisch noch nie war. Also das ist so ein wichtiger Punkt. Also ist praktisch ausverkauft sozusagen. Ethereum auch nur 11% auf Exchanges. Die Leute, die staken alle und so. Es ist einfach so wenig da. Gepaart mit der Adaption, die schneller ist als beim Internet, gepaart mit Inflationsraten, die schon bei über 6% sind. Es ist einfach zu krass. Also
Das Einzige, wenn man nicht sein Geld komplett verlieren will und wenn man nicht irgendwie Realinflation 20-25% im Jahr minus machen will, dann muss man in eine Technologie flüchten, die sich wahrscheinlich in den nächsten 8 Jahren verhundertfacht. So, also der Markt, was da alles ist mit NFTs, mit DeFi, mit allem, ist einfach so riesig, dass diese Technologie ist nicht aufzuhalten. So, und egal welches Land jetzt irgendwie sagt, oh, wir wollen es regulieren oder so, es ist einfach nicht aufzuhalten, weil das Technologie ist. Dann geht man halt in ein anderes Land, dann macht man es unabhängig. Ich meine, China hat es perfekt vorgemacht. Man kann Blockchain nicht stoppen. Und das wollen sie auch gar nicht. Sie wollen es nur regulieren. Sie wollen irgendwie ihre Griffel da reinbekommen. Und deswegen sind nur 3% der Menschen im Markt, aber 55% der größten Banken. Da sollte man doch mal, da sollte es Klick machen. Das heißt, egal jetzt, wie es, ich gehe nach den On-Chain-Daten, ich gucke, wie ist das Potenzial. Und wenn ich so eine Dip-Möglichkeit sehe, da habe ich natürlich richtig nachgekauft. Und was habe ich gekauft? Wenn ihr das wissen wollt, vielleicht nochmal ein anderes Video dazu, aber es gibt viele, viele Projekte, die ich sehr, sehr geil finde. Also Ethereum sowieso immer, ich bin sehr, sehr, ist meine größte Position. Ich habe auch Ethereum nachgekauft, obwohl Ethereum gar nicht so weit gefallen ist wie die anderen. AW bei DeFi ist extrem gefallen, Helium ist extrem gefallen, boah, Cardano ist extrem gefallen. Es sind so viele geile Projekte extrem gefallen. Unfassbar, also wirklich unfassbar. Da sind so viele Projekte. Quant ist extrem gefallen. Da sind so viele Projekte wirklich. Also ich habe also bestimmt 10 verschiedene Coins nachgekauft. Weil ich da einfach die Möglichkeit gesehen habe. Und genau, das ist so im Großen und Ganzen erstmal ein Update. Also ich lasse mich da nicht verunsichern. Ich gucke, ich gehe nach den Indikatoren. Wenn ich irgendwann sehe, dass die Indikatoren darauf hindeuten, dass wir beim absoluten Peak sind und alle sind verrückt geworden und ja, ich meine, wir sind jetzt bei Bitcoin ungefähr, ich habe jetzt gerade nicht die Charts vor mir, aber bei 160% im Plus in einem Jahr, 160%, das ist ungefähr 8-mal so gut wie Warren Buffett, okay, und trotzdem sind wir bei beim Fear and Greed Index bei 18, also die Leute kacken sich in die Hose, obwohl Bitcoin jetzt wieder bei $52.000 ist und wir 160% im Plus sind. Aber die Leute haben Kacke in der Hose. Das heißt, das zeigt doch, ja, was das für eine Möglichkeit ist. Genau, und nach dem Dip runter auf 42.000 ist jetzt schon wieder hoch auf 52.000. Das war in meinen Augen eine sehr gesunde Ausspülung. Ja. Das war es erstmal hier und was noch wichtiger ist und deswegen hatte ich auch ein bisschen keine Lust mehr auf die ganzen Krypto-Videos, weil ja, Krypto, du kannst da sitzen und du kannst denken, ja okay, in einem Jahr ist jetzt Bitcoin hoch. Ich hätte auch vor einem Jahr in Solana stecken können, dann wäre ich jetzt, wer weiß wie viele tausende Prozent oben, aber das habe ich vielleicht nicht, dann habe ich in Bitcoin, dann habe ich 160% in einem Jahr. Befreit mich das aus der aktuellen Situation? Nein. So und es ist immer so schwer für mich zu erklären, dass das Einzige, was uns da rausholt, ist das eigene Wissen und dass man sich abkoppelt vom Arbeitgeber, von der Situation, dass man sich befreit, dass man nicht mehr Zeit gegen Geld tauscht, diese ganzen Sachen, die ich immer sage. Und dafür unbedingt, nochmal, ich sage es immer wieder, guck in den ersten Kommentar, in der Beschreibung, melde dich auf jeden Fall einfach in der Free Tour an, einfach anmelden, weil ich habe heute und morgen was ganz, ganz krass ist, das schicke ich dir dann aber per E-Mail. Okay, das war ein kurzer Überblick. Drück auf jeden Fall einmal auf Like, teile das Video. Ich weiß, YouTube löscht mir sowieso alles und löscht meine Abonnenten und es ist einfach unfassbar. Deswegen mache ich das jetzt so und wenn euch das trotzdem gefallen hat, dieses Video einmal liken, einmal teilen und genau, wenn ich sehe, 10% auf den Views ist ein Like, dann mache ich vielleicht wieder ein Video. Wenn nicht, dann kann es sein, dass ihr mich in 3 Wochen wieder hört. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Da bin ich jeden Tag aktiv. Und bis dann. Euer Coach Sessi.